Jörg Zierfaß von der Universität Köln. Wir hatten ihn ja schon mal hier in unserem Kolloquium vor einigen Jahren. Kann man auch auf YouTube einsehen. Da hat er uns zum Thema ästhetische Bildung etwas vorgetragen. Jetzt geht es im Kontext unseres Bandes, den wir ja hier seit einiger Zeit planen und umsetzen, um eine praxiologische Perspektive auf Erziehung und auf Erziehen bzw. auf Praktiken des Erziehens und heute jetzt insbesondere um das Teilen. Titel seines Vortrags: Erziehen als Teil. Bevor ich ihm jetzt das Wort übergebe, einige Informationen zu seiner Person. Er hat studiert hier an der FU Berlin, war dann auch Lehrbeauftragter hier, dann wissenschaftlicher Mitarbeiter, Oberassistent, Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen, insbesondere bei Herrn Wulff, dann auch ab 2007 akademischer Rat bzw. Oberrat in Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität. Zwischenzeitlich war er dann auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Historische Anthropologie an der FU, dann auch Vorsitzender der Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft für pädagogische Anthropologie und dann auch später der Sektion Allgemeine Erziehungswissenschaft, ist seit 2013 Professor für, jetzt muss ich mal lesen, Allgemeine Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt pädagogische Anthropologie an der Universität Köln. Und Sie haben es jetzt schon gehört, Forschungsschwerpunkte sind also pädagogische Anthropologie, ästhetische Bildung, Bildungs- und Erziehungsphilosophie, Psychoanalyse und auch Ethnographie, insbesondere Japan und Japan-Forschung, kann man so sagen. Ne? Und tja, in diesem Zusammenhang, ne, gibt es von seiner Person ganz viele Beiträge, Texte, Zeitschriften, Artikel und so weiter. Ich habe jetzt nur mal die Bücher mitgebracht, die ich hier in unserem Apparat habe. Fange vorne an, ein etwas älteres Buch, aber immer noch zu empfehlen, zusammen mit Herrn Göhlich, Lernen, ein pädagogischer Grundbegriff. Ich gebe es mal herum. Dann jetzt im Rahmen einer größeren Forschungsarbeit zusammen mit Burkhardt und Jabel herausgegeben und Höhne, Vulnerabilität, gegebenenfalls auch ein Grundbegriff der Erziehungswissenschaft, hier pädagogische Herausforderungen, da gibt es noch einen zweiten Band zu, mit den entsprechenden Texten, Grundtexten. Dann vor einiger Zeit, vor ein oder zwei Jahren rausgekommen, pädagogische Anthropologie, Einführung. Gab es auch schon einen älteren Band zu, ne, bei Kohlhammer. Dann zusammen mit Gabi Weiß, Handbuch der Bildungs- und Erziehungsphilosophie. Mit vielen interessanten Beiträgen. Und last but not least, ich habe jetzt mal drei, sind aber vier Bände, Geschichte der ästhetischen Bildung. Das geht los. Was ist denn jetzt nochmal der erste Band? Das ist der erste Band, Antike und Mittelalter, dann kommt Aufklärung, Klassik und Romantik und den letzten Band habe ich gar nicht mitgebracht. So, also eigentlich viel zu lesen und schon viel gearbeitet und publiziert. Wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung und auch für die Werbung, die Bände, auch schön, dass du die mitgebracht hast. Schön, dass Sie da sind, um mit mir zusammen über das Teilen und die Erziehung nachzudenken. Malte Brinkmann hat es erwähnt, das ist eine Auftragsarbeit. Also er hat mir das Thema sozusagen nahegebracht und meinte, ich sollte mir mal Gedanken darüber machen, wie das mit dem Teilen in der Erziehung so gedacht werden kann. Dazu gibt es einen Text, der, wie ich jetzt erfahren habe, Ihnen allen auch schon zugegangen ist. Von daher werde ich das jetzt nicht irgendwie gekürzt vorlesen, sondern werde einfach nochmal an ein paar Aspekte, die mir wichtig erscheinen,
dieses Themenfeldes erinnern, sodass Sie oder dass wir dann über diese Thematik ins Gespräch kommen können. Zunächst gibt zum Teilen, wenn man einfach diesen Begriff mal in Suchmaschinen eingibt, relativ wenig in der Pädagogik. Also Teilen als Praxis wird schon mal erwähnt oder Teilen als Bildungsziel. Gibt auch Kollegen hier aus dem Hause, Weber-Spank-Nebel, der eben zum Weltenteilen mal einen Vortrag in Halle vor anderthalb Jahren gehalten hat. Mhm. Aber es ist im Grunde genommen ein Begriff Teilen, der nicht so sehr prominent in der Erziehungswissenschaft zu finden ist. Das ist so der eine Befund. Der andere Befund ist, Teilen selber ist ein Begriff, der mit vielen anderen Begriffen in Komposita verbunden ist. Also etwa abteilen, aufteilen, durchteilen, mitteilen, beteiligen, teilnehmen, teilhaben und so weiter. Also wenn man das ein Stück weit größer fasst, diese Frage des Teilens, kommt man mit vielen weiteren Begriffen in Berührung. Ich habe es mir dann relativ einfach gemacht, könnte man sagen, um Zugang zu finden. Ich habe in das Wörterbuch der Brüder Grimm geschaut. Kann ich Ihnen von Zeit zu Zeit immer mal wieder ans Herz legen? Sie kennen ja dieses Wörterbuch Mitte des 19. Jahrhunderts und das ist in der Regel eine Fundgrube für Bedeutungen. Und wenn Sie sich, jetzt kommt so ein bisschen mein Hintergrund, aus einer hermeneutischen Perspektive mit Sachverhalten beschäftigen wollen, also wo es um Bedeutungsdimensionen geht, dann ist dieses Wörterbuch wirklich ein sehr, oder häufig ein sehr guter erster Zugang. Dort kamen wir dann sechs Dimensionen des Teilens unter, die man von den Krims da differenziert findet, nämlich das Zerlegen, das Auswählen, das Geben, Urteilen, Teilnehmen und Spalten. Dazu werde ich dann später noch etwas sagen. Beginnend, wie gesagt, hermeneutischer Perspektive auf das Erziehen als Teilen. Und ich verstehe diese hermeneutische Perspektive als Problematisierungsformel. Also ich versuche mit dieser Perspektive bestimmte Fragestellungen aufzuwerfen, ohne jetzt konkrete Antworten theoretischer oder auch praktischer Art zu geben. So, im Grunde geht es sozusagen, wenn ich das in einer These zusammenstellen sollte, was auf Seite 2 dann hier passiert ist, also Erziehung wird eingeteilt in einer Relation von Erziehendem, Zögling und Gegenstand, die mit Wirkungserwartungen einhergeht. Sie muss da verteilt werden, sie muss auswählen, zeigen, angeeignet werden. Insofern lässt sich Erziehung auch als ein Geben, einen Tausch verstehen, in der dann die Gabe des Erziehenden auf die mimetische Erwiderung des Zöglings wartet. Erziehen als Teilen muss unterstellen und hoffen, dass ihre Beurteilung und Legitimation für die nächsten Generationen zustimmungsfähig sind. Und sie ist daher auf Teilhabe angewiesen. Und diese Thematik führt dann eben auch nochmal dazu, dass man sich über Spalten und Streiten, über den Widerstreit in der Erziehung verständigen kann. Diese sechs Dimensionen gehe ich jetzt so ein bisschen durch. Denke, ich werde nicht länger brauchen als knappe halbe Stunde. Ende gibt es nochmal so eine Zusammenfassung mit dem Blick, was ist jetzt das Allgemeine, was wir sozusagen aus diesen Diskussionen herausarbeiten können, das Allgemeine bezogen auf Erziehung. Also, bringe am Anfang hier nochmal so ein Zitat von den Krims. Also da steht zum Beispiel, Teile machen ein Ganzes in zwei oder mehrere gleiche oder ungleiche Teile, zerstücken, zerlegen, zerteilen, dividere oder partiri. Also, wir finden, das gilt eigentlich für alle, kann man eigentlich nie sagen, also für die meisten Erziehungsmodelle, Theorien, die ich kenne, eine Einteilung in Erziehung, der Erziehung in den Erzieher, den Zögling und den Gegenstand, in dem es um Erziehung gehen sollte. Dabei werden die Erziehenden in der Regel mit den Erwachsenen identifiziert und die Zöglinge, die zu Erziehenden mit den Kindern oder Jugendlichen. In der Regel, auch das, da gibt es auch sozusagen andere Relationen. Erziehung wird
häufig verstanden als Vermittlung und Aneignung, also als eine Praxis, die einerseits Vermittlung betrifft, aber eben auch auf Aneignung zielt. Ich halte in dem Zusammenhang, Helmut Heidt hat das mal in einem Aufsatz, auch schon etwas älter, aus den 90er Jahren, dargelegt, dass das Vermitteln alleine nicht reicht, was Erziehung angeht, sondern dass in der Erziehung immer auch diese Aneignungsseite mitgedacht werden muss. Ne? Also wenn ich als Erzieher was will und der Zögling reagiert nicht in irgendeiner Form darauf und übernimmt sozusagen das, was ich da intendiert habe, dann wäre im Grunde genommen nicht von Erziehung, da könnte man nicht von Erziehung sprechen. Sie kennen dann auch diese Differenz von intentionaler und funktionaler Erziehung. Die intentionale Erziehung ist eigentlich der Begriff, der in der Regel verwendet wird, dass Erzieher bestimmte Vorstellungen haben, sie vermitteln wollen und dann schauen, ob sie das eben auch durchgesetzt bekommen. Auf der anderen Seite ein funktionaler Erziehungsbegriff, das heißt, wir arrangieren als Erziehende ein bestimmtes Setting, etwa ein räumliches Setting oder ein zeitliches Setting oder bestimmte Gegenstände, Medien und so weiter, die dann für uns, wenn man so will, diese Erziehung gewährleisten. Erziehung ist asymmetrisch, ist akausal, ist wirkungsoffen. Ne? Da haben Luhmann schon einfach von Technologiedefizit gesprochen. Es gibt aber auch Erziehungsmodelle, die die Situation etwas anders beschreiben. Also die Regel ist eher eine interpersonale Situation bei Erziehung, also ein Erzieher, ein Zögling, das ist so die Idealkonstruktion. Aber es gibt auch Erziehungsmodelle, wo der Raum etwa als dritter Erzieher erscheint oder Rituale genommen werden als Erziehungsmedien oder eben auch der Begriff Selbsterziehung verweist darauf, strittender Begriff, dass man sich eben auch selbst etwa disziplinieren, kontrollieren, auffordern kann und so weiter. Diese Perspektiven, die man so vor allem auch in der Neuzeit findet, würde ich damit zusammenbringen, dass man eben Erziehung, dass Erziehung sozusagen als Eingriff in die Selbstständigkeit, in die Autonomie des Zöglings damit umgeht, wenn man im Grunde genommen sagt, die Umgebung, die erzieht oder die Rituale, die erziehen oder die Betroffenen erziehen sich selbst. Gut, also man muss die Dinge einteilen, das Phänomen einteilen, das wäre so die erste Perspektive. Zweitens, da geht es um Repräsentation und Präsentation. Die Krims schreiben, teilen, wird also zerteilen in Zwecke einer Auswahl, Auslosung oder Verteilung der gemachten Teile verstanden. Also wir müssen auswählen, welche Gegenstände für die Erziehung sinnvoll sind und wie wir diese Gegenstände dann auch vermitteln wollen. Man kann da an Schleiermacher etwa denken, ne, der Erziehung als Generationenerziehung verstanden hat, wo es darum geht, die ältere Generation sucht für die jüngere Generation die Dinge aus, die für deren Zukunft wieder von Belang sind, ne, und bilden damit ein kulturelles Gedächtnis, das eben aber auch Weiterentwicklung, Fortschritt möglich macht. Klaus Mollenhauer hat dann in einem sehr schönen Buch über die vergessenen Zusammenhänge von Kultur und Erziehung nochmal festgehalten, dass Erziehung auf mehreren Grundvorgängen, Grundprinzipien aufbaut. Ne, da geht es um Legitimation, dazu kommen wir noch, aber da geht es eben auch um Präsentation und Repräsentation. Also ich muss sozusagen etwas auswählen und darstellen, zeigen. Und ich muss auch was repräsentieren, denn das ist, habe ich jetzt nicht geschrieben, aber seit dem späten Mittelalter bei Erasmus findet man schon so Überlegungen, gibt einfach zu viel zu wissen und zu können, als dass das in der Lebenszeit noch Platz hätte zu vermitteln. Also da müssen wir im Grunde genommen irgendwie uns begrenzen, also repräsentieren. Und daneben hat Mollenhauer auch noch, wie ich finde, richtigerweise festgehalten, wir müssen unterstellen, dass es sowas wie Bildsamkeit gibt und auch Selbstständigkeit. Bedeutsames Ziel in der Erziehung, das bedeutsamste Ziel
würde ich mal so für die Moderne festhalten, ist Selbstbestimmung, Autonomie, Mündigkeit etwa. Und die Erziehung richtet sich eben in der Moderne auf dieses Ziel, so dass sie eben schrittweise Einsichten des Zöglings folgt, dass sie schaut, dass sie mit angemessenen Mitteln dieser Selbstständigkeit gerecht wird, Gewaltverbot für die Erziehung, aber auch die Zielsetzungen angemessen sind. Ne? Die Kinder sollen nicht überfordert, auch nicht unterfordert werden. Und auch die Sinnhaftigkeit der Inhalte muss im Grunde genommen damit berücksichtigt werden. Wichtig erscheint mir bei der Erziehung dieser auch dieser Präsentationsgestus, also das Wie der Vermittlungen. Idee ist, dass erzogen wird auch und gerade über dieses Wie, also über die Performance von Erziehung. Also wie Eltern etwa oder wie Lehrer, Lehrerinnen sich als Erziehende präsentieren. Glaube auch, dass dieses sich selbst zeigen als Erziehender, Erziehende ein ganz wichtiger Faktor ist. Also es ist nicht nur, wenn man so will, der Gegenstand, der häufig diskutiert wird, sondern auch die Art und Weise, wie ich mich darstelle, körperlich, szenisch präsentiere, wie ich mit Fragen umgehe, wie ich bitte, wie ich etwas einfordere und so weiter. Damit sozusagen mit dieser Erziehungsgeste haben sich jetzt auch Kolleginnen von der Universität Osnabrück auseinandergesetzt, Hans-Rüdiger Müller und Dominik Grinninger, die die Familienstile in den Blick genommen haben, einfach mal rekonstruiert haben, wie wird eigentlich in Familien erzogen. Das finde ich eine ganz spannende Arbeit. Und die haben bestimmte Stile markiert, etwa Stile von inklusiv und exklusiv, aber also überschneiden sich Kinder in der Erwachsenenwelt etwa in der Erziehung oder direkt und indirekt, also werden Ansprüche direkt adressiert oder eben stärker funktional, könnte man sagen, Strukturierung des Erfahrungsraums umgesetzt. Also um mal zwei zu nennen. Also wichtig wäre mir gesagt, das Auswählen, was wählen wir aus, was ist da wichtig und wie präsentieren wir es. Dritter Punkt, Erziehung als Gabe und Mimesis. Die Krimms sprechen von Teilen auch im Sinne eines zuteil werden lassen, zu austeilen und geben. Und um diese Perspektive jetzt Erziehung als Gabe, als Geben besser zu verstehen, habe ich mir nochmal den Marcel Moos und seinen Essay über die Gabe, ist wahrscheinlich auch bekannt, also so einer der berühmteren ethnographischen Schriften des 20. Jahrhunderts, ja, angeschaut. Und auch da ist die Idee eigentlich mit dem, was Moos über die Gabe schreibt, zu schauen, inwieweit das mit Erziehung irgendeine Form vereinbar ist oder eben auch nicht. Also spannend ist bei Moos zum Beispiel die Idee, dass Gaben Verbindungen schaffen. Also Gaben einfach ein kommunikativer Akt sind und dass diese Beziehungen von beiden Seiten getragen werden müssen. Also da haben wir auch wieder dieses intersubjektive Moment. Das heißt, Gaben müssen gegeben werden, Gaben müssen angenommen werden und Gaben müssen erwidert werden. Ja, und dann können Sie noch mal so ein bisschen rekapitulieren, sind wir quasi wieder so beim ersten Punkt. Ne? Erzieher erzieht, der Zögling nimmt die Gabe an und gibt irgendwie wieder was zurück. So, das wäre im Grunde genommen das Modell. Und Moos bringt das Ganze auch mit dem Pflichtcharakter in Verbindung. Also es muss so gemacht werden, damit Verbindungen zwischen Gesellschaften oder Gemeinschaften hergestellt werden. Also es ist ein Obligationsverhältnis, das damit einhergeht. Jetzt gibt es natürlich schon eine Differenz. Also bei Moos ist dieses Gabemodell ein soziales Modell, im Wesentlichen ein soziales, politisches Modell, weil sich Gesellschaften da gegenseitig verpflichten. Bei der Erziehung wäre das anders, ne, dann, oder könnte man das zumindest anders verstehen.
da häufig eher um Personen gehen, die sich da wechselseitig verpflichten oder miteinander in Beziehung stehen. Bei Moos heißt es auch, dass mit diesen Gaben etwas von dem geistigen Wesen, von der Seele des Gebenden in die Gabe hineingeht. Also da ist so ein transzendentes Moment mit dabei, was wir vielleicht so auch nicht unmittelbar mit Erziehung in Verbindung bringen können, außer, das war so meine Idee, man kann natürlich sagen, es gibt immer eine gewisse Individualität des Erziehens. Ne? Also so, da ist dieses beseelte Moment, oder könnte man das beseelte Moment auch in Verbindung mitbringen. Wir sehen, also da gibt es Zusammenhänge, aber auch Differenzen. Differenzen gibt es vor allem darin, dass Erziehungsverhältnisse im hohen Maße eben nicht ökonomisch sind. Bei Moos, beim Schenken, spielt dieses ökonomische Moment eine ganz zentrale Rolle. Geht es auch immer darum, dass man sich übertrumpft, auch in dem, was man schenkt. Also, dass man mehr schenkt, als der andere geschenkt hat, sodass man sozusagen zeigt, dass man da diese Geschenkauseinandersetzung auch als Sieger sozusagen dann bestreitet. Tauschbeziehungen im Sinne von Moos haben eher so eine Tendenz zur Veräußerung. Da muss ich sozusagen was dem anderen geben. Erziehung wird ja häufig eher als Verinnerlichung, Habitualisierung verstanden. Tauschbeziehungen bei Moos eher kurzfristig. Erziehung soll eher langfristig wirken. Und wir haben bei Tauschhandlungen häufig dieses Prinzip der Symmetrie, also Gesellschaften kommen miteinander ins Gespräch, während bei der Erziehung die Asymmetrie eine Rolle spielt. So, interessant wäre nochmal, also diese Asymmetrie der Erziehung, auch wenn man sie mit Blick auf eine ganz zentrale Frage sich stellt, die bei Mollenhauer sich wiederfindet, nämlich mit der anthropologischen Frage, warum wollen wir Kinder? Also wer sozusagen über Erziehung nachdenkt, kommt irgendwann an diese Frage und damit eben auch die Frage, warum wollen Menschen Kinder? Und Kinder sind sozusagen dann in einer asymmetrischen Position, weil sie, kann man nochmal an Kant anschließen, nicht gefragt werden können, ob sie auf die Welt wollen, sondern werden auf die Welt gebracht und damit sozusagen haben die Erwachsenen eine Vorgängigkeit, die durch die Geburt die Kinder nicht mehr eingeholt werden kann. Man kann aber auch umgekehrt, etwa mit Bernfeld oder Arendt, eben die Geburt oder Erziehung als Antwort auf die Geburt verstehen. Gut, also das wären so Fragestellungen, die ich auch mit dieser Frage von Geben verbinden würde. Wenn ich es positiv sehe, oder einen Moment positiv stark machen würde, wäre es dieses Moment von Anerkennung. Also Erziehung als Gabe anerkennt den anderen, dem ich etwas gebe. Und diese Anerkennung bedeutet auch, dass die Erziehung mich etwas kostet. Also dass ich mir Mühe gebe, wenn ich den anderen erziehen will. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Seite der Annahme, der Erwiderung, da habe ich einen Begriff aufgegriffen von Christoph Wolff, der eben genannt worden ist, nämlich den Begriff der Mimesis. Also auch das ist ein Begriff, der stark diese körperlich-inszenatorische Seite in den Mittelpunkt rückt. Das heißt eben, dass Kinder, Jugendliche sehr stark das nachahmen, und zwar kreativ nachahmen, was ihnen vorgemacht wird. Also auch wieder diese körperliche Seite, diese inszenatorische Seite, die wird damit herausgestellt, also eine körperliche präreflexive Handlungsform. Und es wird auch damit herausgestellt, dass es dann nicht nur um eine Kopie geht, sondern es geht um eine kreative Verwandlung dessen, was mir vorgemacht wird. Und damit ist sozusagen diese
diese mimetische Bezugnahme auch eine kreative, eine verändernde, eine bildende Bezugnahme. Also man kann sozusagen das, was einem da vorgemacht wird, auch parodieren, ne, oder auch ironisch wenden, man kann damit spielerisch umgehen, man kann es in einen ambivalenten Zusammenhang bringen und so weiter. Also geben auf der einen Seite, mimetische Bezugnahme auf der anderen Seite. Nächster Gesichtspunkt, Erziehung als Legitimation. Findet man auch bei den Grimms wieder, nämlich rechtlich heißt es da in der Elternsprache, geht es da um Erteilen, Urteilen, durch Urteil entscheiden, zuerkennen, auferlegen. Man kann jetzt mit Blick auf die Geschichte der Pädagogik natürlich sagen, Erziehung ist ganz vielfältigst legitimiert worden, etwa mit Blick auf die Natur, auf Gott, den Kosmos. Die Ökonomie in der Moderne eben, aber auch die Autonomie. Und diese Frage der Legitimation, die ja lange über die Metaphysik sozusagen funktioniert hat, die ist in der Moderne eben prekär geworden. Also wenn man sich mit Fragen der Legitimation, auch der Normativität etwa von Erziehung auseinandersetzt, wird man feststellen, es ist ganz schwierig geworden, so eine allgemeingültige Form der Legitimation noch für alle herausstellen zu können. Also auf der anderen Seite kommt man da nicht drum herum, ne? Sozusagen diese normative Frage irgendwie beantworten zu müssen. Also Fragen nach dem richtigen Leben oder das, was man für richtig hält oder was man für ein gutes Leben hält, das bleibt sozusagen ja ein Thema von Erziehung. Bleibt auch ein Thema insofern, dass immer auch die Frage beantwortet werden muss, seit Rousseau zumindest, warum wir durch Erziehung ja in die Gegenwart von Kindern eingreifen und den Kindern irgendetwas abverlangen, obwohl wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. So. Und darauf reagieren dann vor allem so Konzeptionen, die mit Schlüsselqualifikationen oder auch mit Kompetenzen arbeiten. Sie kennen das, Herr Benner hat das mal die Kompetenzquadriga genannt, die wir jetzt allerorten in verschiedenen Facettierungen sozusagen immer wieder finden. Und diese Schlüsselqualifikationen sollen eben sowas wie Zukunft ermöglichen, also wenn man so will, sicherstellen, dass dass Kinder gut in der Zukunft leben können. Kommen wir zum nächsten Punkt, Teilhabe. Bei den Grimms heißt es etwa, mit jemandem etwas zur Hälfte teilen, woran teilnehmen oder teilnehmen lassen, auch von innerer Teilnahme ist dann die Rede, in den Blick kommt. Dass alle teilnehmen sollen an Erziehung, kann man etwa bei Comenius schon nachlesen, 17. Jahrhundert. Aktuell wird dieser Begriff Teilhabe etwa mit dem Begriff Partizipation diskutiert, wobei auch da gibt es eine Fülle von Begrifflichkeiten wie Anteilnahme, Austausch, Beteiligung, Integration, Inklusion, Mitbestimmung. Bei Schleiermacher gibt es den schönen Begriff der Mitgesamttätigkeit. Damit kann durchaus was Unterschiedliches gemeint sein. Und ist häufig auch was Unterschiedliches gemeint, weil man immer schauen muss, geht es eigentlich nur um die Beratung, also die Mitsprache bei irgendwelchen Fragestellungen, geht es um die Entscheidung, geht es vielleicht auch um die Umsetzung dieser Entscheidung. Meines Erachtens ist Partizipation im Kern eher so ein politischer Begriff, der zwei Vorstellungen hat, nämlich die einerseits die Vorstellung eines Ganzen, zu dem man gehört, also das Ganze der Erziehung, zu der dann auch der Zögling etwa beiträgt und eben auch die Verpflichtung, dass man was für das Ganze tut. Auch das ist sozusagen im Begriff von Partizipation mitgedacht. Deshalb, das überspringe ich jetzt so ein bisschen, ist natürlich Partizipation gerade für demokratische Staaten eine unverzichtbare Dimension. Pädagogisch bleibt das so ein bisschen problematisch, könnte man sagen. Also Kinder, Jugendliche an Erziehung zu beteiligen. Da gibt es verschiedenste Modelle, etwa Schülergerichte,
man so an reformpädagogische Modelle wie Summerhill etwa denkt, oder auch an die Konzeption von Korczak, also die Idee, Kinder und Jugendliche zentral an sozusagen der Gestaltung auch von Erziehung und in dem Falle auch Unterricht mit zu beteiligen. Also man muss nach pädagogischen Maßgaben entscheiden, welche Form und auch ja, in welchem Alter, in welchem Ausmaß Partizipation wirklich Sinn macht. Und man muss auch daran erinnern, dass eben es auch sinnvolle Formen der Nichtpartizipation gibt. Also Partizipation per se ist auch nicht immer unbedingt der Königsweg. Blick auf die Zeit vielleicht so viel. Kommen zu dem letzten Punkt, Widerstreit. Auch das findet sich wiederum bei den Krims. Da wird von Spalten, Trennen, Scheiden, den Krieg teilen, ein Streit, eine Streitsache gesprochen. Das kann man im Grunde auch bei Schleiermachers Generationenerziehung schon feststellen, denn die läuft da auch darauf hinaus, dass die jüngere Generation es ein Stück weit anders macht als die ältere Generation, also sich kritisch von dem auch absetzen kann, es verbessern kann, was da schon vorgelegt worden ist. Und wir finden dann in der entsprechenden Literatur auch zur Generationenbeziehung immer wieder Hinweise darauf, ne, dass hinsichtlich Ästhetik oder Körperlichkeit oder eben aktuell auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit, Ökologie, die Jugend sich kritisch verhält. Spannend wird das, wenn man das nochmal ein bisschen anthropologisch, etwa mit Sloterdijk sich anschaut, der eben davon ausgeht, dass die Kinder der Neuzeit genau diese Funktion haben, kritisch gegenüber den Erwachsenen sich verhalten zu müssen, also was Neues, was anderes in die Welt zu bringen. Und insofern also die Kinder oder gerade auch die Jugendlichen mit der Aufgabe, mit der Funktion betraut sind, kreativ, flexibel, aber auch kritisch gegenüber dem zu sein, was die Erwachsenen ihnen vorgelegt haben. Also das führt dann ein Stück weit eben in den Widerstreit, in die Auseinandersetzung, in die kritische Beziehung. Ja, Zusammenfassung nochmal mit dem Blick darauf, was können wir sozusagen jetzt ja, mit Bezug auf das Allgemeine der Erziehung, der Erziehungswissenschaft festhalten. Ich glaube, also das ist jetzt so mein Vorschlag, dass es da vor allem um drei Momente geht, nämlich das Geben, die Körperlichkeit und auch die Mimesis. Natürlich ist das sozusagen, sind das drei Momente, allgemeine Momente, die unterschiedlich ausbuchstabiert worden sind. Ne, wenn Sie an die kriegerische Erziehung in der Antike denken, dann ist das natürlich eine andere Form von Körperlichkeit, die da ausgebildet wird, als wenn ich über ästhetische Erziehung im Rahmen etwa des Theaterspielens nachdenke. Also ein kontingentes, historisch, kulturell hier unterschiedliches Allgemeines. Aber also, wie gesagt, Erziehung als Gabe, denke ich, ist etwas, was wir immer finden. Wir finden immer diese Frage von Körperlichkeit und Leiblichkeit, auch im Sinne, ne, des Inszenierens, aber auch im Sinne des Körpergedächtnisses. Es soll ja sozusagen etwas bleiben. Erziehung soll ja Effekte haben, die auch eine gewisse Dauer haben. Also soll sozusagen in Haltung, in Betragen, in Körperlichkeit sich irgendwie widerspiegeln. Hier ließen sich Forschungen auch zum Habitus etwa von Bourdieu ganz gut anschließen. Und es geht immer eben auch um Mimesis, das heißt, es geht nicht nur um eine einfache Kopie, um eine einfache, um ein einfaches Verhältnis des Vormachens, Nachmachens, sondern es geht immer auch um Kreativität, um spielerische Elemente. Soweit. Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.